Melzkos mit einer nicht geplanten Nummer und sie hat es wieder einmal bewiesen, sie ist textfest. Super. Ja. Ja. Das ist heute. Oh mein Gott, muss der Saal leer sein. Die haben bestimmt gehört, sie kommen, da sind alle gegangen. Hallo? Ja, komm, morgen ist der Echo drin. Jetzt ist es besser. Ja, wir befinden uns in Frau Röhs Gruft heute Abend. Frau Röhs Gruft, deswegen dieser muffige Geruch hier. Der Wind von Jahrtausenden. Oh nein! Elfe! Ja, kommt später. Es verrottet noch hinter der Bühne. Ja, heute ist ja ein sehr bewegender Tag für uns alle. Ja, heute war Köln-Marathon. Man konnte mit dem Auto überall hin, nur nicht dahin, wo man wollte. Das war super. Ich wollte nur mal eben zum Supermarkt, bevor ich gemerkt habe, dass der zu hatte, stand ich eine Stunde im Stau. Kann passieren. Nein, viel wichtiger ist natürlich... Hätte ich jetzt zuspielen müssen? Können Sie, ist mir egal. Ah, ja. Viel wichtiger ist natürlich für mich als urkölsches Mädchen, ne? Heute ist der Tag. Heute ist der Tag der deutschen Einheit. Ja, noch heißt er so, der wird demnächst umbenannt, Theo Sarrazin Gedächtnistag. Ja, das war ganz, also diesen Sommer, ich habe ja diesen Sommer viel erlebt in der Pause, das war ganz, also ganz spannend. Ich habe ja auch, also ich bin ja eigentlich Sekretärin, aber ich dachte, komm, schaust du dich mal auf dem Arbeitsmarkt um, es heißt ja überall, jetzt geht's wieder aufwärts mit der Wirtschaft und so, ne? Ich zum Arbeitsamt hin und habe mir dann da überlegt, so zu der Beraterin, hören Sie mal, ich suche einen neuen Job, also ich bin sehr offen und kommunikativ, ich möchte was mit Menschen machen. Und die guckt mich an, guckt in ihre Unterlagen, guckt auf den Monitor, zieht so leicht die Augenbraue hoch, guckt in ihre Unterlagen, ja, da habe ich was für Sie. Die suchen hier noch eine Pornodarstellerin. Das wäre doch was für Sie. Da müssen Sie auch, da hätte ich heute Abend schon ein Casting für Sie, wie ich hier sehe, müssen Sie auch nicht viel Text lernen, ein paar Vokale reichen. Dachte ich ja, sie sagt aber, da ist ein Haken bei, das ist eine holländische Produktion. Ist ja wie eine holländische Produktion. Ja, das ist ein holländischer Porno. Wie jetzt? Ja, Sie müssen sich das dann vorstellen, die Szenen werden halt komplett auf Holländisch gemacht. Das wird in Amerika als Comedy verkauft. Ja, ich meine, man muss sich das einfach nur mal vorstellen. Oh, mein lecker Mädchen, hältst du kein Slip hier an? Hardoch, give it to me, hardoch! Das könnte ein Marktlücker, das kann man in Deutschland auch als Comedy verkaufen, herrlich. Ich sollte Synchronisation machen für holländische Pornos, nee. Aber mit Holland, Holland ist ja auch, also eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, die Oranjas, die kamen ja auch irgendwie mal aus dem deutschen Adel, bevor die das da hinten geschenkt bekommen haben, das platte Land. Und ich habe mir ja mal überlegt, wenn wir das hier in Deutschland ganz pragmatisch machen, es gibt ja immer die Deutschen und die Bayern. Ich finde, wir sollten die Bayern abspalten und an die Österreicher verschenken. Ja. Ja, ne? Die haben schon zustimmen. Sehr schön. Wunderbar. Und im Rahmen des europäischen Lastenausgleichs nehmen wir dafür die Holländer. Dann haben wir die jetzt erstmal. Okay, muss man mit leben, aber langfristig gedacht, in spätestens 25 Jahren sind die komplett unter dem Meeresspiegel. Hat sich dann erledigt. Sag mal, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das Holländisch ist echt der Hammer. Und ich liebe das ja in irgendjemand... Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Was denn? Ich meine jetzt ganz unter uns. Ja. Ich ganz privat. Es hört auch keiner mit. Sie wissen, dass in der ersten Reihe vorne links von Ihnen unser holländischer Sponsor sitzt. Ich weiß. Gut. Ich dachte nur, ja. Nein, kann hier irgendjemand im Kabel oder über Schlüssel Holland 123 oder Veronika oder wie die ganzen Sender heißen, empfangen? Ja. Ja, ihr könnt, ne? Ich finde das toll. In Deutschland ist es ja langweilig, da wird ja alles synchronisiert. Ne? Alle amerikanischen Schauspieler sprechen ein perfektes Deutsch, wenn man so einen Film guckt. In Holland ja nicht. In Holland lernt man das Englisch da beim Fernsehen gucken und das Deutsch beim Tatort gucken. Weil da wird alles nur untertitelt. Und das ist der Hammer. Ich habe mich weggebrüllt vor Lachen. Man stelle sich vor, Arnold Schwarzenegger, die berühmte Pose, die schwere Maschine, über der Schulter. Hasta la vista, Baby. Untertitel im holländischen Fernsehen. Totziens. Super. Super. Das ist der Hammer. Ja, und in der Fortsetzung war auch so schön. I'll be back. Ich komm zurück.
Mehrschicht ist für mich sowieso eine der Lösungsmöglichkeiten aller europäischen Probleme. Vor allen Dingen die Attentats ist ja gerade wieder in Nachrichten gewesen, ne? Das Anschlagsrisiko ist ja wieder hochgegangen. Und ich finde, das können wir ganz einfach lösen. Wir brauchen den ganzen Attentätern einfach nur Holländisch beibringen. Warum? Ganz einfach. So ein Attentäter, wenn er da so steht, mit seiner Fernsehen, da hinten immer schön die Fahne und so, und mit der Bombe. Klingt ja fürchterlich. Jetzt stelle man sich, hat auch was Bedrohliches. Jetzt stelle man sich mal vor, dieser Attentäter steht im Fernsehen und macht das Ganze auf Holländisch. Ich habe lecker Pümpje. Wenn du nicht machst, was ich sage, ich drücke auf das Knöpfje von das Pümpje, mach den Pum. Das wäre die Lösung. Man kann wieder angstfrei fliegen. Ich bin da fest von überzeugt, das würde funktionieren. Hätten wir viele Probleme mit gelöst. Sagen Sie mal, Herr Stolz, was haben Sie im Sommer eigentlich gemacht? Also ich habe ja einen Job gesucht. Wann die Veröffentlichung ist, das verrate ich später. Ich habe hier in meinem Stuhl gesessen und versucht rauszukommen. Hat immer noch nicht geklappt? Nein. Aber ich habe gehört, Sie haben irgendwie Ihr Vermögen halbiert und Ihr nee. Wie war das denn? So kann man es auch nennen, ja. Ihr Vermögen halbiert und die Sorgen verdoppelt oder so ähnlich? Ich habe die Sorgen, ja genau. Ich habe eine Familie gegründet. Sie haben eine Familie, ja. Ist das nicht romantisch? Ich muss das jetzt mal ganz intim. Herr Störk, nur unter uns, ne? Ich sage das auch nur dem Herrn, unserem Sponsor aus der ersten Reihe. Der Herr Störk hat vor ein paar Tagen geheiratet. Oh. Vielen Dank. Ich finde das schön, dass Sie das so diskret behandeln, Frau Melzko. Ich habe nur aus der Zeitung zitiert. Es waren ja auch ganz diskrete Artikel in sämtlichen Gazetten. Nein, es war eine ganz intime Hochzeit. Nach 21 Jahren Probezeit hat mir Stefans Mutter das Ja-Wort gegeben. Dürfte er endlich, die war satt. Sie wollte endlich, dass hier aus ihrem Sohn was Anständiges wird, nicht mehr wilde Ehe leben muss. Genau. Genau. Nein, also genau genommen hat Steff hat sicher überlegt, was hat die Schwiegermutter, was ich nicht habe, oder was hat sie, was ich nicht habe. Das hat sich nämlich auch eine der Künstlerinnen aus dem Kulturstadt überlegt. Boah, Hammerüberleitung. Ja. Ich hätte ja jetzt gedacht, Sie überlegen sich, was die nächste Künstlerin hat, was Sie nicht haben. Niveau. Talent. Wer geht das Publikum? Meine Damen und Herren, es ist ja so, Amelie Melzkurz hat am Samstag zu mir gesagt, ich werde wahrscheinlich, weil ich dann so müde sein werde, denn Amelie Melzkurz hat ja ein Maßatelier eröffnet in Köln-Nil, kleine Schleichwerbung am Rande, hat gesagt, ich werde wahrscheinlich etwas müde sein und es wird wahrscheinlich eine zweitklassige Moderation werden. Da habe ich gesagt, Schatz, du kannst dir Mühe geben, wie du willst, du wirst nie über das Drittklassige hinauskommen. Ja? Dankeschön. Ach, Herr Stark, ich hab sie auch lieb. Ungemein. Jetzt kommt eine Frau, die mit wahrer Größe überzeugt. Ja. Ach, da ist sie schon. Kann man die vielleicht auf den Hocker holen? Sollte man vielleicht. Es ist immer gemein, wenn ich sage Augenhöhe, dann holen sie immer eine Leiter und guckt auch, was auf dem Schrank liegt. Sie ist das kleinste Große, was wir hier zu bieten haben. Deswegen freue ich mich, dass sie es auch wieder geschafft hat, die Treppenstufen zu überwinden auf diese Bühne. Hier ist für Sie die Frau, die sucht, die sich fragt, was hat sie, was ich nicht habe. Hier ist Lilli Putt!